Explain Brain. Demokratie von Norbert Lammert. Alle 4 Jahre flattern in Deutschland kleine Karten in Briefkästen, die die Bürger dazu auffordern, zur Wahl zu gehen. Auch du darfst dir überlegen, wem du zutraust, im Bundestag Entscheidungen für dich zu treffen. Zumindest, wenn du schon 18 bist und einen deutschen Pass besitzt. Der Bundestag ist das deutsche Parlament. Hier fallen fast alle wichtigen Entscheidungen, die auch dich und dein Leben betreffen. Du freust dich zum Beispiel darüber, dass Jungs nach der Schule nicht mehr zur Bundeswehr oder zum Zivildienst müssen? Das wurde im Bundestag entschieden. Oder du ärgerst dich, dass du manche Computerspiele erst mit 18 kaufen darfst? Auch das wurde im Bundestag entschieden. Der Bundestag repräsentiert das Volk. Er vertritt also deinen Willen, den Willen deiner Eltern und aller anderen Bürger, die zur Wahl gehen. Deswegen nennt man diese Form der Demokratie auch repräsentative Demokratie. Die Bürger wählen ihre Vertreter. Ähnlich funktioniert das auch bei den Wahlen zum Europaparlament oder den Parlamenten der einzelnen Bundesländer. Damit das Volk möglichst gut vertreten wird, brauchen Demokratien Parteien. Parteien horchen in die Gesellschaft hinein. Sie erkennen, welche Interessen es gibt. Um diese Interessen dann zu vertreten, formulieren sie daraus politische Positionen. Diese Positionen bringen sie dann in politische Entscheidungsprozesse ein, zum Beispiel in Abstimmungen im Bundestag. Klar, dass es da oft zu langen und heftigen Diskussionen kommt. Schließlich haben viele Menschen auch viele verschiedene Interessen und die Parteien sollen sie dann vertreten. Deswegen kannst du auch nicht erwarten, dass alles ganz schnell geht und am Ende jeder mit allen Entscheidungen vollkommen glücklich ist. Aber du kannst erwarten, dass nach verbindlichen Regeln gestritten wird und schließlich demokratisch eine Lösung gefunden wird. Und du kannst erwarten, dass die Parteien den Bürgern erklären, auf welche Politik sie sich schließlich geeinigt haben. Ohne den Beitrag der politischen Parteien wäre unsere Demokratie weder wirklich denkbar noch ernsthaft wünschbar. Und übrigens auch rechtlich gar nicht möglich. Denn, dass Parteien für die Demokratie wichtig sind, steht sogar im Grundgesetz. Überall auf der Welt, wo es funktionierende Demokratien gibt, gibt es auch konkurrierende Parteien. Oder es gibt eben keine funktionierende Demokratie. In Ländern wie der Schweiz und immer öfter auch in Deutschland gibt es für die Bürger die Möglichkeit, auf einzelne Fragen direkten Einfluss zu nehmen. Du musst also nicht erst darauf warten, dass eine Partei deinen Willen formuliert, sondern kannst unmittelbar mitbestimmen, vor allem wenn es um lokale oder regionale Themen geht. In Bayern zum Beispiel wurde über das Rauchverbot abgestimmt. Seitdem dürfen Raucher in Kneipen, Bierzelten und Gaststätten ihre Zigaretten nur noch vor der Tür qualmen. Die Entscheidung der Bayern hatte direkten Einfluss auf die Politik. Man spricht daher auch von direkter Demokratie. Dennoch bedeutet Demokratie nicht, dass einfach immer die Mehrheit entscheidet. Wenn du eine andere Meinung als die Mehrheit vertrittst, ist es dein gutes Recht, sie zu äußern, auch wenn du zu einer Minderheit gehörst. Und wenn du eine andere Religion als die Mehrheit hast, dann darfst du sie selbstverständlich ausüben. Das heißt, Demokratie schützt immer auch die Rechte der Minderheit. Doch Demokratie ist in Europa nicht vom Himmel gefallen. Sie wurde von mutigen Menschen erkämpft und weitervermittelt. Auch wenn wir sie hierzulande manchmal für selbstverständlich halten. In anderen Teilen der Welt lassen Menschen immer noch ihr Leben beim Kampf für die Idee der Demokratie. Doch damit Demokratie auch weiterhin gut funktioniert, müssen wir sie pflegen. Das heißt, mitmachen, sich einmischen, sich kritisch äußern, sich engagieren. Und viele junge Menschen engagieren sich bereits, zum Beispiel in Vereinen, in Bürgerinitiativen oder Parteien. Du hast die Macht, Verantwortung zu übernehmen.